Juhu! Boom! Da ist er wieder. Beziehungsweise nochmal. Ja, kurzes kleines Paketchen hier. Mini. Schauen wir mal, was da drin ist. Weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß es nicht mehr. Ja, es war ein Bestellungsrausch wieder. Gut, ist auf jeden Fall schon älter auch. Deswegen weiß ich es ja auch nicht mehr. Es wird auf jeden Fall jetzt eine witzige Überraschung. Scheint jetzt doch eine Figur zu sein. Dann müssen wir eigentlich gleich mal die Musik ändern, falls es was ist, was ich jetzt denke. Momenti, ich muss selber kurz gucken. Da müssen wir doch kurz die Musik ändern. Wen haben wir da? Wir haben den Ultimate Warrior! Yeah! Geil, Alter! Oh, die Bändels sind hier zwar ein bisschen eingefummelt in die... Mal kurz hier besseres Licht anmachen, weil das ist ja hier schlimm, ey. Das ist ja schlimm. Auf jeden Fall haben wir eine Ultimate Warrior Figur. Ich muss so sagen, ich rieche das ja. Boah, das riecht wie neu. Und die sieht auch ziemlich neu aus. Kriegt euch das mal an. Da ist ja nicht ein Fleck nichts drauf. Richtig geil. Wow. The Ultimate Warrior. Yeah. Und ja, ich habe den schon, aber nicht in so einer guten Kondition. Vor allen Dingen fehlen ihm hier unten diese Armbändels, Wrists, wie nennt man das? Armbändel, was erzähle ich denn? Die Armbändel sind da oben bei den Armen. Deswegen heißt es ja auch Arme, da wo die dran sind. Geil, er hat hier hinten auf jeden Fall diese Beinbänder, oder wie man sie nennt. Die Figur sieht super in Schuss aus. Es ist eine von 2004. Ich kann ja mal ganz schnell rennen und gucken. Momenti. Da liegt er nämlich auch gerade. Und das Witzige ist, stimmt, ich habe das ja gestern beim Unboxing da liegen gehabt. Das ist meine alte Figur. Und man sieht, ja, ihm fehlen diese an den Beinen diese Dinger. Diese Teile hat er um, aber man sieht auch da, ne, wie der ein bisschen hier abgenuddelt. Ich habe den Gürtel ihm ja auch umgemacht. Das sieht ein bisschen abgenuddelter aus. Die Arme sind auch hier ein bisschen lockerer. Und ja, diese Armpolster gehören eigentlich nicht dazu. Ja, das ist mein Ultimate Warrior. Mein alter praktisch. Und das ist jetzt mein neuer, der eigentlich auf jeden Fall viel besser aussieht. Auch hier, wie gesagt, total guter Zustand. Er hat diese Bändels eben noch drum. Wobei, habe ich ja auch neulich erzählt, jetzt kann man sie auch selber machen. Schwierig wird es bei diesen Dingern hier unten. Weil diese Weiße da ist, sehe ich auch nicht genau. Ja, auf jeden Fall ist er hier im sehr guten Zustand zu mir gekommen. Geile Nummer. Man sieht auch, hier diese Zeichnung da drauf ist viel besser noch zu sehen als die hier. Das ist wirklich ein bisschen abgenutzter. Schade, ich bräuchte jetzt eigentlich so ein Ding, was man auf den Kopf macht. Ja, damit man das besser zeigen kann. Von den Haaren her würde ich auch sagen, die linke ist ein bisschen dunkler auf den Haaren. Und im Gesicht sieht man auch, irgendwie ist das alles ein bisschen dunkler. Also der hat auf jeden Fall schon ein bisschen was hinter sich, sagen wir mal. Aber ist auch noch gut in Schuss. Kann man nicht meckern. Aber dieser hier jetzt, er ist natürlich in Top-Zustand. Das freut mich richtig. Und ja, warum ich jetzt zwei gekauft habe, fragt ihr euch. Weil ich den einen wahrscheinlich dann umbauen will. Also sprich den Kopf auf einen anderen Körper machen. Man könnte ihn natürlich auch wieder verkaufen. Aber mal gucken. So ein richtiger Fan wie Icke will ja gerne auch custom-mäßig da ein bisschen was rumbasteln. Sprich, aus dem eine neue Figur machen. Und weil auch der Arm hier oder die Arme so ein bisschen lockerer sind,
Ja, ich mache jetzt mal das Licht einfach mal hier hin, aber da sieht man ja nichts. Ja, das ist natürlich jetzt echt, es wird immer dunkler, meine lieben Freunde draußen. Es ist nicht mehr schön. Ich mag den Winter, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr. Gut, jetzt würden manche sagen, naja, steh doch ganz früh auf, dann hast du hier noch Licht. Ja, das stimmt, aber die Sonne ist auch nicht jeden Tag da, deswegen. Ultimate Warrior. Zweimal. Two times, baby. Yeah, geil. Cool. Richtig geil. Da sieht man seine Augen. Sehr gut. Jawohl. Ja. Und man muss auch dazu sagen oder zugeben, er war günstig. Deswegen habe ich mir geholt. Weil ich würde mir so eine Figur nicht doppelt holen, wenn sie, ja, übelst viel kostet. Ihr wisst, es ist immer bescheuert, darüber zu reden oder überhaupt zu sagen, was, wie viel kostet. Das ist ja für jeden relativ, ne? Man sieht auch auf jeden Fall, aber guck mal da, siehst du bei dieser Figur, ich müsste ihn direkt abnehmen jetzt, da ist das Auge ja nicht mehr zu sehen von dieser Zeichnung. Bei ihm ist alles noch richtig gut in Schuss. Deswegen einfach top. Also die Figur ist einfach in Top-Zustand. Und das ist geil. Für diese Zeit, ja, 2004 rausgekommen. Richtig geil. Und deswegen machen wir hier ein kurzes, knackiges Video einfach nur draus. Und sagen, schön mit Ö. Hochlebe der Ultimate Warrior. Ruhe und Frieden, Junge. Macht er bestimmt. Schön mit Ö.